Eine Gatschpartie in diesem Sinne. Einen schönen Vormittag. Es kommt heute viel von oben, das merke ich bei meinem Regensensor. Und das merken auch schon die Fans. Ja, wie geht es euch? Wie war die Nacht heute auf dem Campingplatz? Wir sind diese Nacht angekommen. Wir sind gestern Abend hier hingefahren. Und wenn wir hier kamen, fängt es an zu regnen. Das ist natürlich Pech. Stefan aus Wenigzell. Ja, es ist ziemlich gatschig. Wie habt ihr das überlebt? Für uns war es nicht so ein großes Problem. Wir sind seit Donnerstag da und jetzt einfach mit dem Vordach am Wohnmobil sind wir trocken geblieben. Trocken geblieben, ja. Schuhe, schauen wir mal rauf. Ja. Hat da wetterfeste Schuhe. Wie geht man es jetzt renntaktisch an bei diesem Regen? Also für uns ist es nicht viel zu tun und für die Fahrer ist klar, Intermediates oder Heavyweights. Also Experte und für dich, ja, Renntaktik. Renntaktik, ja. Ich hoffe natürlich, dass Max Verstappen Erster wird. Ja, und wie das. Ich hoffe sowieso, dass der anfängt zu fahren, weil ich weiß nicht, wie das jetzt auf der Race ist mit Wasser. Naja, Max Verstappen ist gut unterwegs bei Regen, aber solange es nicht so gatschig wird wie hier auf dem Campingplatz, überhaupt kein Problem. Also Florian Prates über die Track Limits am Campingplatz. Wir sprechen über die Track Limits. Schau, das gefällt dir. Das ist gut. Also, Mann, für die einfache Unterhaltung. Alex, da zerkugelt das. Die Track Limits, das war natürlich das ganz große Thema gestern im Qualifying. 47